Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Metamorph Liga Guide Tipps und Solo Safe Found Gameplay. Ja, wir haben den dritten oder vierten Tag. Ungefähr vierten Tag. Und ich bin jetzt soweit. Hab schon mal die Crit Notes genommen, weil es macht schon noch ein bisschen zu wenig Schaden, nur mit blankem Schaden. Und eben die Attacke ist heilende Flamme. Reinigende Flamme, genau. Mit Minen verbunden. Und hier haben wir ja das, was ich so ein bisschen rausgesucht habe. Hier noch die Notes. So. Also so wie vorher war es von einem Guide, der sagt, man kann one-hitten die Gegner im Endgame. Egal was es ist. Und ich glaube ihm nicht so recht, aber gut. Und trotzdem, ja, denke ich schon, dass der Bild aufgehen wird. So, mache ich das mal so. 115, 123. Geht okay. Haben wir schnell hoffentlich erreicht. Ja, jetzt bin ich hier Ding, hab gedelft vorher und hab dann den Teleport, also das Portal nicht mehr gefunden, also nicht bemerkt bekommen. Das ist einfach weggezischt, weil ich noch essen war. Jetzt müssen wir noch kurz durchlaufen. Also ihr seht, es ist mega OP. Also, naja, der Boss-Schaden ist noch nicht so OP, aber der Clear Speed ist extremst OP. Also die Gegner haben keine Chancen, überhaupt ein bisschen Schaden zu machen. Die haben einfach nur ihr kurzes Leben, wo sie ja, einfach nur herumlaufen und kaum etwas angreifen können. Und jetzt auch bei denen, also die Bosse sind wirklich nicht mehr leicht, außer sie frieren ein oder haben einen One-Hit-Angriff oder so. Das passiert schon manchmal. Also ihr seht es, sofort tot. Also beinahe sofort. Noch ist es nicht ganz sofort, aber so schnell wie möglich eigentlich. Ding. Okay. Ja, ein alter Kumpel aus einem älteren Clan. Ich bin ja jetzt im Pinox-Clan, einem Livestreamer von Twitch drin. Einfach von einem früheren Clan, Noobies oder wie sie hießen. Eher für Anfänger der Clan, aber ich bin als Supporter dort gewesen und habe dort Tipps und Tricks gemacht für die anderen. So rausgefunden, also ja, einfach tutorialisiert die anderen, also ja, tutort. Und ja, er ist natürlich noch geblieben, so als Freund, als. Ja, er hatte auch nicht so viel Zeit, er arbeitet auch schwer und hat dadurch eben aber schon einen recht guten Charakter für vier Tage. Er kann wirklich spielen und er handelt halt auch. Ich bin halt einer, der wirklich nur im äußersten Notfall handelt mit Fremden und deshalb habe ich da ja so relativ langsam im Gegensatz zu ihm. Der Charakter ist schon hoch. Noch nicht so hoch. Ja. Aber gut, das läuft, das läuft. Also es, ich habe einfach so ultra wenig Zeit, weil ich die ganze Zeit ja, über den Tag Sport machen muss und so weiter. Und da kaum Zeit finde, aber gut. Wird schon. Die Season ist ja mit 3 Monaten noch genug lang. Ja, mit Minion Damage ist natürlich schon wichtig für einen Summoner, aber ich habe genug von Summoner. Alles weiß, ja. Das wird ein leichtes Pfiffchen. Ich habe jetzt mal noch Feuergolem benutzt, für mehr Schaden. Aber ich werde den anderen Golem, den ich hier drin habe, den Chaos Golem nutzen. Der macht halt einfach physisch ja, die Reduzierung
physische Damage einfach wichtiger als Schaden im Endgame. Aber man könnte eine Flammentoten auch benutzen und dann noch mehr One-Hitten. Shapo One-Hit, das wäre mal was. Wird wahrscheinlich reichen, aber relativ schnell wird er schon tot sein. Ah, da ist ja der Questpunkt. Also ihr seht, es ist jetzt schon OP, obwohl ich eigentlich nicht gute Items habe. Okay, das Schild ist gut gerollt. Und der Dolch eigentlich auch relativ, aber sonst ist er ja mit 10% erhöhter Schaden. Aber sonst ist er noch nicht so gut. Und trotzdem, ja, ich bin fast unterfordert. Das ist schon recht über unterfordert, meine ich. Wow, die Quest. Wieso machen die solche Quests, wo man sowieso ja, löst, als Aufgaben für ja, Achievements? Finde ich richtig dumm. Die ganze Zeit wird gespammt, ja, du hast hier mit Metamorphose Gegner Boss besiegt, mit ja, Parandius oder Delph und so Sachen. Ständig ploppt das auf. Ich bin einfach zu schnell im Spielen, also zu schnell am Lösen. Was quasi sind die News? Gibt's neue News? Wollen wir mal kurz schauen. Gibt's neue News? Nicht der da. Der da. Was gibt's denn neue News? Das da? Hallo? Patches. Hotfix, 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 Patchnotes. Ah, okay. Keine News. Sehe ja nichts News. Okay. Ich weiß es nicht. Okay, Bestiary. Gleich der rote. Ich vermisse die mehrfach roten. Also jetzt gibt es eigentlich pro Map meistens nur noch ein oder zwei. Also mehrfach. Oh, das ist wieder ein OP. Habt ihr das gesehen, wie viel Schaden ich wegen diesem Eisteil kassiert habe? Ich bin einfach noch nicht resi. Und schon wieder ein Köcher! Das ist mein vierter oder fünfter Köcher, Unique. Oh. Definitiv nein! Ich will kein Ballista-Totem weitermachen. Ich möchte hier. Ja, Kettenexplosion. Also, reinigende Flamme, Minen, Saboteur machen und nicht irgendwie, ja, den anderen Charakter schon weiter. Ich finde es einfach schlecht, dass diesmal Bogenschütz-Charakter vorrangig wurden, also einfach die vielen Skill-Games geändert wurden oder neue kamen für Bogenschützen. Ranger und so. Bin ich nicht so okay. Weil sie sind trotzdem noch ein bisschen zu schwach. Ding ist immer noch zu stark. Tornadoschuss und Eisgeschoss ist immer noch zu stark. Und trotzdem braucht man sehr viele Unix für den. Ist nicht so meins. Ah, hier kommt die Bombe. Hey. Explodier mal schön, bitte. Das ist der beste Gegner. Ein Bum Bum. So langsam nervst du mit der Gruppe. Ah, okay, glaube ich, aus der Gruppe. Lieber Mitspieler. Mit Thorsten, 38. Macht richtig Spaß, obwohl wir keinen einzigen Ding haben. Eine Herausforderung oder so. Einfach nichts haben. Macht es trotzdem mega Spaß. Aber die fallen auch ein guter Spielstil für mich ist. Also die fallen nicht Minen, meine ich. Und ja, einfach schnell vorwärts kommen. Das muss erstmal gemacht werden, oder? So ein Charakter, der schon so OP ist.
Ach, der Damage stimmt halt mega. Ja, gut. Versuchen wir nochmal. Nehmen wir das Beste, weil wir soll so OP sind. So. Und dann machen wir. Boom. 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 Fletch. Nicht gleich im Feuer stellen. So, wunderbar. Macht richtig Spaß. Alle anderen würden sagen, gerne. Kein Bock auf OP-Charakter. Ja, ich habe auch gemerkt, dass die ersten Parts mit dem Ballisto-Charakter besser ankamen als jetzt die Parts jetzt mit dem Ding. Aber ich muss ja auch vorwärts kommen, oder? Es ist einfach nur wegen dem Vorwärtskommen momentan halt so, dass vom Saboteur die Videos kommen. Weil sonst komme ich wirklich gar nicht mehr in diese Season rein, weil ich so viel anderes auch zu tun habe. Ja. Und deshalb, ja, bin ich schon relativ konzentriert rushen. Ja. Muss irgendwie eine neue Arme oder so haben, wegen Resi. Ja, sind schon Resi drauf. Ja, die Schuhe vor allem. Muss ich neu haben. Und hier seht ihr, ist der dritte Köche, den ich behalte. Die anderen zwei habe ich verschenkt. Sind auch schon weg. Ja. Einen habe ich, glaube ich, sogar umgetauscht gegen andere Unix. Genau. Und, ja, es ist halt einfach so, dass Unix zu random droppen. Man kann eigentlich kaum etwas mit Unix anfangen, wenn sie droppen. Also jetzt definitiv brauchen tun wir vielleicht 1% von allen Unix. So. Das ist einfach, weil man meistens dann schon bessere seltene Items hat oder einfach nicht die gleiche Charakterklasse hat. Und das macht natürlich schon ein bisschen nachdenklich, Solo-Safe anzuspielen. Aber ich bin definitiv, weil ich ja so viel zocke, eher auf Herausforderungen. Also jetzt, weiß nicht, alle Season schon durchgemacht habe. Und trotzdem noch nicht langweilig. Oder mich langweile, ey. Finde ich einfach sehr toll. Es ist einfach ein super Spiel. Das eigentlich nie langweilig macht. Einfach meistens einfach ein bisschen über anstrengend. Ich nicht so gerne so anstrengende Spiele spiele und deshalb manchmal die Season vorzeitig beende. Und halt einfach langsam spiele. Also nicht vorwärts komme, weil ich halt Solo-Surfer spiele meistens. Also jetzt habe ich glaube ich ein oder zwei Unix von ihm bekommen, dem ja, der zeigen gleich mal. Wo ist er da? Der Bomb Returns. Der ist schon Level 85. Hat mir ja zum Beispiel Fallenschuhe gekauft, das die Unix mit Fallen Level 13, glaube ich, oder 15. Aber die brauche ich nicht. Ich spiele nicht mit Fallen, ich spiele mit Minen und deshalb ja. Bin ich eigentlich immer noch relativ solo self-found. Und ja, ein Item habe ich auch aus der Gatenkiste rausgenommen. Also bin nicht mehr solo self-found, aber noch ein bisschen self-found. Zu 99% self-found. Ja, fahren wir noch ein paar weitere Metamorph-Dinge, weil die so schnell besiegt sind. Lohnt sich das natürlich sehr viel mehr als beim Ballista. Ding, den werde ich natürlich auch noch nebenbei ein bisschen weitermachen und zeigen dann im Endgame. Aber zuerst will ich hier noch ein paar Unix haben im Endgame für diese Charakterklasse. Diesen Charakterbild. Ja. Sehr schön, geht eigentlich relativ gut hier durch, weil das ist schon eine anstrengende Gegend. Ihr müsst einfach bedenken, dass ich immer schlechter in diese Gebiete bekomme als andere Leute, die handeln, oder?
Also, es ist für mich natürlich immer schwerer, das jetzt auch zu zeigen, ohne dass ich OP bin, also zu schwach bin, oder zu OP bin. Ich zeige es so, wie ich momentan bin, und jetzt bin ich halt OP. Wegen dem Bild. Okay, wir kommen jetzt schon. Machen wir doch mal hier eine schöne Gegend, wo wir nur zwei Wege haben zum Abhauen. Den Boss. Also nicht mehr verfluchen, einfach nur durchschlagen. Ja, da ist schon ein bisschen stärker geworden. Wegen dem Feuerresti wahrscheinlich. Aber. Hui, der hat es in sich gehabt. Also. Nein, nicht in sich, aber. Er hat wenigstens ausgehalten und dann noch ein paar Rares gespawnt und so. Schwer ist es nicht. Das ist doch selbstverständlich, oder? Also es ist nicht schwer, es ist nur, es ist doch so cool, dass man den auch ein bisschen Tricks auf Lager hat. Ich habe immer so das Gefühl, ja, es ist schwer, wenn ich einmal ein bisschen Schaden bekomme oder so. Nee. Schwer ist es ja nicht. Schwer ist es erst dann, wenn man wirklich die Heiltränke spammen muss. Hier ist der blaue, gell? Ja. Weg ist er. Hallo. Oh, der ist mal stark gewesen, als Akt 4 rauskam. Und jetzt ist er Puffy einfach. Nichts mehr. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu OP wegen dem Feuer-Golem und ja, allgemein so ein bisschen. Ich glaube, ich wechsle jetzt. Soll ich wechseln? Der Golem macht natürlich schon echt viel aus. Nee, ich wechsle noch nicht. Ich möchte gerne so schnell killen. Weil die sind ja sowieso Minions, glaube ich, oder? Also, sie sind Fallen, also ich bekomme keinen Reflected Schaden über. Deshalb, ja, die machen echt viel Schaden mit so wenig Feuerresistenz. Ich habe, glaube ich, nur 35 Feuerresistenz. Das ist viel zu wenig. Deshalb bin ich vorsichtig hier gewesen. Weil wenn ein Gegner mega viel Schaden macht mit Feuer, dann ist es dieser, ja, Kreis des Totens. Als Anfänger bin ich da ein paar Mal gestorben. Damals war ich noch nicht ganz so erfahren. Ja, den habe ich fertig. So cool, dass man bis zu 100% Crit-Chance bekommt. Trotzdem wenig Crit, nur das tut einfach keinen Lärm machen. Ja, es macht keinen Lärm, weil es nicht so direkte Angriffe sind. Ja, 21 Crit. Maximum 21. Das sind mehr als 21. Wenn wir mehr angreifen. Geht schon klar mit Level 30. Oder 35 oder so. Let's say, okay. 42, okay. Wow, man levelt mega schnell mit den Bossen. Mit den Mev-Bossen. Die Mev-Bosse. Die Verwandlung mit dem Mev. Mev. Crystal Mev. Aber. Viele Gegner, also gegen viele Gegner habe ich das Gefühl, ist der Spell einfach zu langsam. Da müssen wir noch irgendwie ein bisschen mehr Speed haben. Jetzt weiß ich nicht genau, wo durchlaufen. Oben durch wahrscheinlich. Schauen wir noch kurz. Ja, noch 5 Minuten können wir.
die Anzeige so winzig klein bei mir auf dem Bildschirm. Kaum lesbar. Im Video habe ich bemerkt, sind meine die Schriften und so recht gut lesbar. Ja gut, sind auch nicht. Aber das macht einfach diesen geilen 4K-Monitor aus, dass alles winzig, winzig ist. Und ja, auch die Farbe ist anders, weil ich ohne Blaulicht spiele. Habe ich eine ja, wärmere Farbe als ihr. Und dann kann man auch manchmal nicht so gut lesen, die Schriften. Das Weiß kann man dann nicht mehr so gut lesen, weil es so gelb ist. Und im Hintergrund auch ein bisschen verschmilzt. Und immer wenn ich ein bisschen Stress habe, habe ich nicht so gute Augen wegen der Überforderung vom, Sinn. Heute Abend war wieder mein Geschmackssinn so mega explosionsartig stark. Ich konnte Reis nicht essen, obwohl es nur ganz wenig gesalzen war. Es schmeckte das Salz so mega gut raus. Das müsst ihr erst mal haben im Leben, wenn ihr einfach alles überfordert habt manchmal. Also jeder der Sinne mal zu stark sein kann. Zum Beispiel durch die Straßen läuft und die der Sehsinn so mega stark ist, der Hörsinn so mega stark ist, dann habt ihr ein ganz anderes Leben. Ihr habt wie ein Hard Mode, aber auch einen tollen Modus. Also ein. Ja, das ist ja. Path of Exile macht ja auch mehr Spaß, wenn es härter ist. Das ist genauso im Leben auch. Ich habe viel mehr Spaß als andere Leute. Es würde ich gar nicht viel Spaß brauchen und trotzdem Spaß haben. Also im Gegenteil von Depression haben. Das ist natürlich, das macht viel aus. Stellt euch mal vor, wenn ich jetzt die Sache nicht hätte und auch mehr Abonnenten hätte und alles mehr Zuschauer, wie ich dann glücklich wäre. Ich würde gar nicht mehr aus dem Freuen rauskommen. Okay, schon, aber ich bin ja sowieso einer, der eher weniger Emotionen zeigt. Weil heutzutage tut jeder Livestreamer oder YouTuber, also Videomacher, zu viel Emotionen zeigen. Das ist sowas von, ja, nervig für mich. Und die nicht auch, dass Emotionen zeigen jetzt nicht unbedingt sein muss. Also so extremst. Aber vielleicht habe ich deshalb noch wenig Abonnenten. Ja, auch wegen den Pausen und so. Aber, und wegen der Qualität halt. Also die Qualität ist schon gut, aber die Mikrofonqualität kann auch besser sein. Dass man einfach so das Gefühl hat, dass man halt einfach relativ viel Pech hat. Viel anders denkt als die meisten Leute. Die meisten Leute schauen bei mir kurz das Video, merken, oh, der hat eine komische Stimme, der hat ja schweizerdeutscher Akzent oder raue Stimme. Schaue ich wieder weg. Und so bekommt man halt keine Abonnenten über. Das ist einfach so. Das ist, weil man halt einfach nicht genau so richtig toll sein kann wie andere Leute. Aus verschiedenen Gründen. Aber die könnt ihr am besten selber denken, oder? Weil ich muss jetzt das Video beenden. Und werde noch weitermachen beim anderen Weg. Oh, ich habe die Kristallarten. Kann man hier nochmal zurückgehen? Ich habe das Vapen gar nicht aufgesammelt. Ja, dann laufe ich nochmal hin. Also, ja, dann Dankeschön fürs Zusehen und Hören und so. Und viel Spaß auch noch mit euren Games und Videos. Tschüss!